Weiter geht es mit Port Royal 4. Unser Matze ist im Patrouillenmodus. Krieg aller Orten. Krieg mit den Engländern. Krieg mit den Holländern. Also langsam kriege ich den Krieg eigentlich ein bisschen satt. Ich würde gerne wieder. Also ist ja okay, mit Matze rumzumördern und zu meucheln. Der kann das ganz gut, aber so ein kleines bisschen zwischendurch wieder die guten, tollen Handelsrouten, für die wir so Handelslizenzen gekauft haben, wieder nutzen. Das wäre doch was. Tante Mimi und Aegon Seite an Seite, traulich vereint. Wie romantisch ist das denn? Wieso hat unser Aegon denn spanische Flaggen? Die haben immer spanische Flaggen und oben? Doch, ist alles richtig. Und Tante Mimi gondelt hinterher. Alles gut. Nochmal eine Ladung Kakao raus. Bringer. Wir müssen, ja, es bleibt nichts anderes übrig. Also wir haben drüben eine Überproduktion von Kakao, weil wir den nicht verkauft bekommen. Uns bleibt nichts anderes übrig, als denn hier jetzt quasi zum 129 hat er uns eingebracht, zum selben Preis wieder zu verkaufen. Sonst kommen wir zu nichts hier. Wir sammeln hier totes Kapital an, mit dem wir nichts anfangen können. Wie geht es? Wir haben kaum Geld. Matze, was hat... Matze hat einen Handelskonvoi geplündert. Ja, mach das, Matze. Ja, Matze bekommt 17 Bier, 13 Kohle und 3 Tuch. Alles gut. Hast du gut gemacht, Matze. Jetzt machen wir noch ein Stück, bis der Handel wieder abgeschlossen wird. Ich schaue mal der Zeit, wo unser Marcel ist, weil dem wollten wir... Oh, das ist auch gut. Auf da müssen wir auch drauf achten. Weil dem wollen wir seine Schiffe wieder abnehmen. Oh, das ist gut. Matze? Nochmal angreifen. Nochmal Ruhm kassieren. Nochmal plündern. Oh, 33 Holz. Da sind die Möbel. Aber es sind keine französischen Möbel. Die bringen keine... Damit können wir die Quest nicht erfüllen. Aber das ist cool. Hast du gut gemacht. Weißt du was? Wir fahren hinter dem hinterher. Ich wüsste gerne, wo der lang fährt. Wir fahren immer hinter dem her. Vielleicht fährt er bis hier hin. So. Wir hatten aber noch was vor Augen. Und zwar ging es um den munteren Marcel. Ah, der fährt mir jetzt zu weit weg. Bitte einmal zurückfahren, bitte. Nach Veracruz. So, der gibt jetzt ein paar Schiffe ab. Und zwar packen wir 2 Briggs reichen dem. Der Verkehr zwischen nur 2 Städten. Die beiden rein in den Hafen. Handelsroute wieder aufnehmen. Weiterfahren. Und dann gehen wir hier rein, machen einen extra Konvoi. Tante Mimi, wir machen, falls Tante Mimi noch im Chat ist, für dich eine zweite Flotte, die auf deiner Handelsroute mithandelt. Ist das, hättest du gerne einen Namen? Wie heißt denn deine beste Freundin beispielsweise? Noch eine Tante.
oder wen auch immer. Wünsch dir mal einen Namen. In der Zwischenzeit sage ich mal Tantchen 2. Tantchen ist zwar das, was du wahrscheinlich nicht hören willst, aber dann, das motiviert dich dann wenigstens, einen anderen Namen zu finden. Tantchen 2. Tante findest du wahrscheinlich hübscher als Tantchen und das ist dann die verbale Peitsche, damit du einen coolen Namen bekommst, okay? Da ist die Tante Mimi. Da ist Tante Mimi. Tante Mimi postet schon gar nichts mehr, die ist so erschöpft. Matze macht wieder Patrouille. Matze packen wir hier hin. Da müsste da eigentlich alle Schiffe bekommen, die hier lang fahren. Genau hier drauf. Hier hin. Und dann Patrouille. Das müsste doch klappen. So. Tantchen 2 ist hier angekommen. Wo ist denn die Tante Mimi? Ist Tante Mimi noch im Chat? Tante Mimi ist nicht mehr da. Da bist du ja. Bist noch wach. Ja, bin noch wach ist kein Name. Tante Mimi, wir brauchen noch einen Namen für die andere Flotte, die ja langfährt. Denk dir mal was aus, bitte. Maike hatte sie geschrieben. Maike. Tante Maike. Tante Mimi und Tante Maike. Mit Tante davor? Ich kann auch sagen, ich kann es auch so schreiben. Guck mal. Dann kommen wir vielleicht nicht so. Mimis Maike, kann ich auch sagen. Mit EI. Falls es mit AI geschrieben wird, musste Maike leider sagen, dass sie mal ganz, ganz dringend zum Standesfamilienamt oder wo auch immer hingehen muss, dass sie ihren Namen ändert. Weil ich kann nicht ein Schiff umbenennen, nur weil sie den falschen Namen hat. Also im Notfall muss sie ihren Buchstaben austauschen, okay? Klare Ansage meinerseits. Liebe Grüße an Sie, aber dann muss ich mal zum Amt gehen. So geht das nicht. Achso, Moment. Einmal kurz hier noch Handel treiben. Keine Waren geladen, das ist wenig. Dann hier rüber, bitte. Matze. Aegon. Was macht denn Aegon in Vega Veracruz? Möbel kauft. Er verzweifelte Versuch, Möbel zu bekommen. Wir können denen das Holz vor der Nase wegkaufen, damit die keine Möbel produzieren können. Sollen wir das? Bin ich ganz sicher, ob das so klug ist. Oh, das ist gar nicht die Möbelstadt. Wo sind wir denn gerade? Was habe ich denn mit dem hier vor? Ach nee, wir wollten ja Holz kaufen. Wir hatten diese Möbelgeschichte uns schon abgeschminkt. Wir kaufen ja Holz und Möbel. Holz und Ziegel. Für die Heimat. 60.000 wieder da. Ziegel, nicht da. Seile kaufen wir. Oh, alles voll. Kakao. Ja, weg mit dem Kakao. Wir könnten die Möbel verkaufen. Klitzeklein ein bisschen verkaufen. Und wieder hoch. Und das war's. Wir können auch ein paar Seilchen mitnehmen. Die kriegen wir immer los. So. Ist randvoll. Aegon ist randvoll. Aegon. Aegon ist randvoll. Über. Jetzt haben wir unten eh lang. Jetzt geht's Richtung Cartagena. Hier ist eine Quest. 55 Hanf. Kann man vielleicht schaffen. Wir fahren mal nach Portobello. Vielleicht bekommen wir doch da den Hanf für die Quest. Also, dass wir den Kakao nicht mehr loswerden. Jetzt werden wir ihn los, Gott sei Dank. Sehr schön, wir sind den Kakao losgeworden, klasse. Puh, das
war wichtig. Ganz wichtig. Das bringt uns richtig Geld wieder. Aber ich finde das krass, wie sehr einen dieser Krieg finanziell einbremst. Wir kommen auf keinen grünen Zweig mehr, seitdem dieser Doppelkrieg hier herrscht. Das finde ich eigentlich gut vom Bellingsen her. Das gefällt mir. Also es ist nicht so, dass wir jetzt hier ums Überleben kämpfen, aber wir können nichts mehr ausbauen, solange dieser Doppelkrieg herrscht hier. Das gefällt mir. Finde ich okay. Alles gut. Tante Mimi repariert sich schon wieder. Die repariert sich ständig. Sag mal, geht's dir gut, Tante Mimi? Wir haben gerade ein bisschen Sorgen um dich. Oh, das ist das falsche Symbol. Was macht sie denn jetzt? Jetzt handelt sie. So. Jetzt schauen wir mal, ob das klappt, dass wir die Schiffchen... Ah, sehr gut. Tante Mimi, ziehen wir eine Brücke ab. 4 Bricks. 3 Bricks. So, jetzt sind die gleichmäßig verteilt. Und die beiden verpacken wir jetzt beide in dieselbe Handelsroute, nämlich C'est la vie et merci, und sagen Konvois in dieser Route 2, 1, 2. Konvois verteilen. Nochmal. Das ist hier und Mimi Maika. Route zuweisen. Ah, jetzt hat es geklappt. Und Route aktiv. Sehr schön. Jetzt sollten die sich ein bisschen verteilen. Gucken, wie die das machen. Jetzt fahren die hintereinander. Jetzt bin ich echt neugierig, ob die das auf die Reihe kriegen. Das hätte ich jetzt echt gerne gewusst. Matze! Im Krieg mit einem Händler! Kaum guckt man nicht hin, schon hat er einen Krieg mit Händlern und plündert 30 Törtchen, du kleiner Schmecklecker! Ich bin gespannt, wie du die heil rüberbringst. Oh, Matze, nicht, dass du dich da reinsetzt. Na, er wird das behaupten. Der wird von den 30 Backwaren, von den 30 Fruchttörtchen höchstens 3 zum Hafen bringen. Und den Rest wird er sich reinfuttern und wird dann sagen, oh, ich habe mich aus Versehen reingesetzt. Ich habe sie extra in die Kapitänskajüte mit reingenommen, damit die Mannschaft sie nicht verfuttert. Und habe ich aus Versehen reingesetzt in die Fruchttörtchen. Naja, da kommt nicht einer an, Matze. Auf dich ist echt Verlass. Unfassbar. Was macht er jetzt? Jetzt begleitet er den Gruppenkuscheln. Matze kuschelt mit dem Händler weiter. Was gibt das? Wir machen das jetzt wie folgt. Wir lassen den mal weiterfahren. Nehmen ihn den Patrouillenmodus weg und schicken ihn einfach nur hierhin. Sehr schön. Mit dem Zucker. Metallwaren. Nein, riesige Überproduktion an Kakao. 817 Kakao vor Ort. Ich überlege mal schon, ob wir nicht vielleicht... Das kriegen wir doch gar nicht mehr ab. Boah, ist das krass. Deshalb machen wir auch so ein Minus. Wisst ihr, was wir machen? Die kriegen wir nicht verkauft im Augenblick wegen der Kriegslage.
Wir legen die Betriebe still. Zeitweilig. Die müssen pausieren. Ich weiß nicht weiter sonst. Ich weiß nicht, was wir sonst machen sollten. Wir erzeugen ein riesiges Überangebot. Was sollen wir machen? Schaut mal. Wir kriegen den Kakao nicht verhökert. Kakao. Mal gucken, was passiert mit den Kosten, wenn wir hier das einmal ausknipsen. Was passiert mit den Arbeitslosen dann? Da hängen ja Existenzen dran. Wir können die Menschen ja nicht vor Ort sagen, ihr seid eingestellt, ihr seid nicht eingestellt. Zirk. Die leben dann auf der Straße. Abliefernde Waren, Rohstoffbedarf, Lagerhäuser. Produktionsgewinne deaktivieren von Betrieben. Versuche, wenn produzierst du so viel, dass du nicht mit Gewinn verkaufen kannst, weitere Städte finden als Abnehmer. Reiße einige der Betriebe ab. Deaktiviere die Produktion, um das Überangebot vorübergehend zu reduzieren. Aber anscheinend ohne, dass die Kosten sinken. Allerdings, wir sind ja nicht die Einzigen, die ja vor Ort produzieren. Die anderen würden munter weiter produzieren. Hier sind noch zwei andere. Hier. Drei weitere. War das wohl zu Beginn nicht zwei? Produzieren die weiter? Die Lizenzen waren Schweinegeld. Genau, Tante Mimi. Ja, sollen wir deaktivieren oder nicht? Sobald der Krieg vorbei ist, verdienen wir ein Riesengeld mit den riesigen Kakaomengen. Kaufen die zum Spottpreis ein und können die weiterverkaufen. Wir wissen mal nicht, wie lange der Krieg läuft. Ich lasse die mal an. Baustoffbringer. Fährt wieder rüber nach Maracaibo. Irgendwo muss man den Kakao ja loswerden. Und Matze wiederum versucht nochmal Waren zu erbeuten. Setzt sich vor die Tore von Santo Domingo und wird ihn dann angreifen, wenn er wieder rausfährt. Aber es ist jetzt schon, dass Matze auf ihn lauert. Trotzdem fährt er weiter. Gute Moralwerte bei der KI. Top! Immer bereit, sich ausbeuten zu lassen. Sehr gut. Alles bestens. Matze, direkt davor bitte. Hier hin. So, dann lässt du den hier ankern. So ist gut. Und sobald er wieder losfährt, Patrouille, geht's zur Sache, okay? Sobald er wieder abfährt. Jetzt. 10 Ruhm und, hey, 10 Tuch, 12 Kleidung, 19 Mais, 5 Luxuswaren, 18 Kaffee. Ja, cool. Und weiter hier bleiben und immer schön Patrouillenmodus. Wer ist das hier? Jetzt müssen wir aufpassen. Das ist ein Händler. Ja, aber der mit dem da mal keinen Kaperbrief. Den kann man nicht angreifen. Der fährt an uns vorbei. Das ist so ärgerlich. Ist so. Kann man nicht ändern. So. Einmal Kakao versuchen zu verkaufen.
Oh ja, das klappt sogar. Geht so. Bisschen Geld, 82.000, immerhin. So, und wir fahren jetzt wieder zurück und versuchen nochmal Kakao zu bekommen. Wir haben immer noch 88. Das macht keinen Sinn, wir bleiben hier vor Ort und verkaufen das erstmal. Matze wartet, dass ein Feind kommt. Wisst ihr was? Wir halten nochmal Ausschau nach Tante Mimi und Tante Maike und schauen mal, ob das geklappt hat, dass die auseinander sind, dass sie die Route nicht hintereinander befahren. Das war Tante Mimi und Mimis Maike. Ja, die fahren. Jetzt machen die es doch. Das ist die Handelsroute. Schaut mal. Das ist Tante Mimi. Die ist im Augenblick in Corpus Christi. Das ist von den vier Städten die nördlichste. Und wo ist unsere Maike? Mann, ich hab das. Was macht. Ich wisse was. Ich glaube, irgendwas ist. Entschuldige, dass ich das so offen sage, Tante Mimi, aber ich hab das. Es ist nicht persönlich gemeint. Ehrlich nicht, aber ich habe das Gefühl, mit dir stimmt was nicht. Das klingt ganz schrecklich, aber du reparierst dich ständig. Also entweder geht's dir gut, sie repariert sich ständig. In jeder Stadt, der wird nicht gehandelt, der wird immer erstmal repariert. Ich mache mir echt Sorgen um dich. Geht's dir gut? Hast du einen Schnupfen? Alles okay bei dir? Ja, du lachst. Ist es ein verzweifeltes Lachen oder ist das ein heiteres? Alles gut bei dir? Echt, ich habe noch nie ein Schiff gesehen, das sich so viel repariert hätte. Wir fahren noch ein bisschen weiter. Wir fahren hier noch ein Stückchen hoch. Wie hübsch das hier innen drin ist, ne? Ja, fahren wir bis hier. Ich wette, hier fahren viele lang. Genau hier an der Kippe, an der Kante hier so. Nochmal der Versuch, Kakao loszuwerden. Nicht wirklich, ne? Boah, Achtung! Gefährliche Riffe! Steuerbord voraus! Ich immer wieder die Frage, wann ist der Krieg endlich vorbei? Immerhin immer wieder 123.000, seit langer Zeit mal wieder sechsstellig, was auf der hohen Kante. Jeder, der vorbeikommt, wird von Matze angegriffen. Gnadenlos. Gnadenlos! Immer weitermachen. Immer weitermachen. Kämpfen, handeln, Port Royal 4 spielen. Immer weitermachen.